Hallo, liebe Smart Homies und Lebenssteuerer. Ja, heute gibt es ein kurzes Video mal wieder mit drei Automatisierungen, die ich so nutze. Ich zeige es euch mal wieder anhand vom Beispiel in Home Assistant, verständlicherweise. Ja, und was ich da so für Automatisierungen für euch rausgesucht habe, seht ihr gleich in diesem Video. So, ihr seht schon, ich habe die Home Assistant Oberfläche offen. Wir gehen jetzt ins nächste Fenster. Und zwar die erste Automatisierung, die ich diesmal für euch rausgesucht habe, nennt sich bei mir Beamer an Couch. Ist eine Automatisierung, bei der es darum geht, dass der Beamer eingeschaltet wird, wenn ich mich auf die Couch lege. Natürlich müssen dafür noch ein paar mehr Sachen zutreffen, nämlich, also wir gehen als erstes mal zu den beiden Auslösern, die ich habe. Der eine Auslöser ist, dass der Vibrationssensor oder der Erschütterungssensor in der Couch eine Erschütterung feststellt, seht ihr hier unten. Und hier oben seht ihr, dass mein Handy muss an einer Ladestation sein. Das ist der andere Auslöser, denn es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich stecke das Handy quasi schon oder lege das Handy schon auf meinen kabellosen Lader an der Couch, bevor ich mich hinlege, also bevor der Vibrationssensor an der Couch was detektiert. Oder eben andersrum, ich lege mich zuerst hin und dann hat er schon eine Erschütterung festgestellt und ich lege erst hinterher das Handy auf die Ladeschale. Von dem her habe ich beides als Auslöser gewählt. Ist dann, sehen wir später noch, oder hier sehen wir schon, das eine ist auch eine Bedingung, zum Beispiel, dass das Handy quasi geladen wird gerade. Wir haben auch als Bedingung, das habe ich im Nachhinein nochmal hinzugefügt, dass der Beamer an sich, also dieser Input Boolean Beamer, dass der schon seit mindestens 15 Minuten aus ist, weil es mir ab und zu passiert ist, dass ich dann von der Couch aufgestanden bin. In dem Moment hat der Vibrationssensor Vibration festgestellt. Ich habe das Handy an irgendeiner anderen Stelle zum Laden hingelegt und in dem Moment geht der Beamer wieder an. Deswegen also eine Viertelstunde, nachdem der Beamer quasi ausgeschaltet wurde, in der ersten Viertelstunde lässt sich das nicht wieder starten damit. Dann sehen wir, der Zustand Nacht muss auf Off sein. Also meine Haussteuerung darf sich generell nicht im Nachtmodus befinden. Dann ich muss zu Hause sein, also auch der Zuhause-Zustand muss on sein. Meine Dockingstation, wo mein Arbeitslaptop drin ist, muss aus sein. Dann sehen wir jetzt hier wieder auch als Bedingung noch zusätzlich, dass der Erschütterungssensor in der Couch eine Erschütterung wahrgenommen hat. Handy Home heißt, dass auch nicht nur ich, sondern auch mein Handy zu Hause sein muss. Er hat auch die Bewandtnis, dass es passieren kann, dass ich zwar als zu Hause erkannt werde, ich aber nicht wirklich zu Hause bin, deswegen habe ich das nochmal so als zusätzliche Sicherheit drin. Und mein Computer, mein Privatcomputer quasi, mit dem ich auch dieses Video jetzt gerade aufnehme, der muss auch off sein. Warum diese vielen Abfragen? Ganz einfach, ich habe Katzen und es passiert auch ab und zu mal, dass meine Katzen da hinten über die Couch fetzen und damit auch diesen Erschütterungssensor, den ich in der Couch verwende, auslösen. Und wenn mein Handy in dem Moment gerade irgendwo auch zum Beispiel in meinem Auto geladen wird oder sonst was, würde der Beamer schon angehen. Aus dem Grund habe ich sehr viele Abfragen eingebaut, die eigentlich ein fehlerhaftes Starten des Beamers zu 99,9% ausschließen. Funktioniert also ganz selten mal, dass er versehentlich ausgelöst wird, obwohl ich es gerade nicht möchte. Genau, und wenn das natürlich alles zutrifft, dann wird die Entität Beamer, das ist bei mir quasi ein Input Boolean, den ich habe, hinter dem hängt dann wieder eine andere Automation, wo dann die ganzen Rollos schließt, den Beamer einschaltet, die Anlage einschaltet und so weiter. Wenn ihr diese Automation sehen wollt, ich verlinke euch jetzt links oben mal mein erstes Automatisierungsvideo. Da habe ich in etwa erklärt, was alles passiert, wenn der Beamer eben eingeschaltet wird und was in dieser Automation dann eben passiert. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zur nächsten Automation. Genau, die nächste Automation auch wieder mit einem Erschütterungssensor. Diesmal habe ich den in meinem Bett quasi untergebracht. Der liegt zwischen Matratzentopper und Matratze. Stellt dort also auch fest, wenn also wenn ich mich ins Bett lege oder auch wenn ich mein Handy auf die Couch werfe, aufs Bett werfe oder so, oder wenn ich mich draufsetze, um mich auszuziehen und so weiter und so fort.
Das stellt er fest. Dann sind wir an dem Punkt, das ist auch der einzige Auslöser, wenn quasi der Erschütterungssensor im Bett eine Vibration oder eine Erschütterung feststellt, dann wird diese Automatisierung ausgelöst. Als Abfragen habe ich hier, der Beamer muss aus sein, der Computer muss aus sein und es muss in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 23 Uhr sein. Vor 18:30 Uhr und nach 23 Uhr wird das Ganze so nicht mehr ausgelöst, denn wenn ich nach 23 Uhr ins Bett gehe, ist es in der Regel so, dass ich nicht mehr fernsehen möchte und diese Automation beinhaltet eben, dass auch mein Fernseher eingeschaltet wird, dass ich quasi noch fernsehen kann im Bett vorm Einschlafen. Und von dem her habe ich diese Zeit gewählt zwischen 18:30 Uhr und 23 Uhr. 18:30 Uhr ist zwar auch sehr früh gewählt, aber wenn ich jetzt mal krank bin oder so, gehe ich auch relativ früh ins Bett, deswegen ist das in Ordnung. Und die ganzen anderen Abfragen, also der Beamer muss natürlich aus sein, daran wird erkannt, dass ich nicht noch im Wohnzimmer am Fernsehschauen bin, gerade über den Beamer. Weil auch da kann es mir mal passieren, dass ich gerade irgendwas aus dem Schlafzimmer holen möchte oder so und mich dabei aufs Bett setze und natürlich dann dieser Erschütterungssensor was mitbekommt. Deswegen habe ich gesagt, der Beamer muss definitiv aus sein und der Computer muss definitiv aus sein. Wenn diese zwei Dinge am Abend nicht mehr gegeben sind, ist es eigentlich auch so, dass ich ins Bett gehe. Dann, also eins von den beiden Dingen ist immer an, bis ich ins Bett gehe. Von dem her funktioniert es ganz gut. Und genau, dann sind wir mit den Bedingungen auch soweit schon durch. Und dann seht ihr als nächstes, hier wird wieder ein boolscher Wert, also ein Input-Boolean eingeschaltet, der Fernseher heißt. Der fährt quasi meinen TV-Lift aus, schaltet ein bisschen Ambient-Beleuchtung im Schlafzimmer ein, schaltet den Fernseher ein und schaltet meine Soundbar ein. Dann wird eben der boolsche Wert Nacht eingeschaltet, also meine Haussteuerung wird damit in den Nachtmodus versetzt. Damit wird dann natürlich auch die Beleuchtung anders gesteuert und so weiter. Ab da habe ich dann auch dunklere Beleuchtung im Flur oder auf der Toilette und so weiter. Und was in dem Moment noch passiert, da diese Nachtautomatisierung beinhaltet, dass im Flur das Licht eingeschaltet wird, lasse ich in dem Fall, wenn ich schon quasi im Schlafzimmer bin und ins Bett gehe, weil es gibt auch andere Möglichkeiten, wie der Nachtmodus eingeschaltet wird, aber wenn er so eingeschaltet wird, dann lasse ich nach 5 Sekunden quasi die LEDs im Flur ausschalten, weil ich dann das Licht draußen nicht mehr brauche, weil ich dann schon im Schlafzimmer bin und in der Regel nicht nochmal rausgehe. Genau, das ist so die Automatisierung, wie mein Nachtmodus gestartet wird, wenn ich ins Bett gehe. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt dann noch zur dritten Automatisierung. Ja, die dritte Automatisierung ist eine wirklich sehr kurze, wirklich sehr simple, ist mir erst diese Woche eingefallen. Ich habe euch vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube im Blog war das, habe ich euch eine Wi-Fi-Klingel vorgestellt. Verlinke ich euch jetzt auch mal rechts oben. Und diese Wi-Fi-Klingel hatte ich so, dass er eigentlich die ganze Zeit herinnen eingesteckt war. Und nur wenn ich jetzt in den Garten rausgegangen bin, habe ich die immer mit in den Garten rausgenommen. Jetzt war es so, dass ich sie vor kurzem einfach mal komplett draußen im Garten vergessen habe über Nacht. Und am nächsten Tag ist mir aufgefallen, oh, die Klingel ist noch draußen. Alle Nachbarn haben gehört, wenn es klingelt bei mir, ist auch ziemlich blöd. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, gerade im Sommer macht es eigentlich nichts aus, wenn diese Klingel da draußen ist. Also sollte eigentlich nichts passieren. Im Winter muss ich mir noch überlegen. Aber so im Sommer, die ist komplett wassergeschützt. Also da sollte gar nichts vom Regen oder so hinkommen. Die ist komplett überdacht hinter einem Schrank und temperaturmäßig sollte es auch kein Problem sein. Von dem her habe ich gesagt, ich lasse die jetzt draußen. Aber dann ist es ja natürlich so, dass ich nicht dauerhaft bei jedem Klingeln diese Klingel da draußen brauche, sondern nur, wenn ich draußen bin. Und da habe ich mir natürlich was ganz Einfaches überlegt. Also zum einen, wenn ihr das noch nicht kennt, meine smarte Klingel, die ich mir gebaut habe, verlinke ich euch jetzt auch mal rechts oben den Blogbeitrag dazu. Die habe ich mit einem Magneten und einem Türsensor quasi realisiert. Und wenn dieser Türsensor geöffnet wird, heißt es, dass in dem Moment gerade geklingelt wurde. Und in dem Moment prüfe ich noch die Bedingungen und das ist jetzt der Punkt. Ich habe bei mir an der Terrassentüre am Griff einen Magneten, der quasi auch wieder einen Tür-Fenster-Sensor triggert. Aber eben schon sobald der Griff aufgedreht ist und nicht sobald die Türe kann geschlossen sein, aber der Griff ist aufgedreht. Sprich, wenn ich rausgehe, mache ich hinter mir meine Terrassentüre wieder zu.
dass keine Viecher reinfliegen und so weiter. Aber es wird immer noch registriert, dass die Terrassentüre offen ist, weil der Griff natürlich noch auf offen steht. Und das wird hier eben abgefragt. Wenn dieser Terrassentürgriff auf offen steht, dann wird das Ganze ausgeführt und in dem Moment wird einfach die Wi-Fi-Klingel, die ich jetzt dauerhaft draußen habe, aktiviert. Sprich, diese Klingel klingelt auch wirklich nur, wenn ich draußen im Garten auf der Terrasse oder in der Nähe bei den Nachbarn quasi da hinten draußen bin. Und in dem Moment klingelt die Klingel und solange ich herinnen bin und dieser Terrassentürgriff geschlossen ist, klingelt diese Klingel da draußen auch nicht. Genau, das waren die drei Automatisierungen, wo ich mir heute überlegt habe, dass ich euch die mal vorstelle. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir natürlich sehr gerne ein Like da lassen. Und ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, aber euch das Video gefallen hat oder ihr generell keine Videos von mir mehr verpassen möchtet, dann denkt doch mal darüber nach, den Kanal kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.